Der geht noch hoch, Mann! Scheiße, Mann! What's up, everybody, and welcome back to Comeback TV! Oder besser gesagt zur Jahreszeit. Ich würde mal sagen, nochmal welcome back to Comeback TV. Bratan, was haben wir heute vor? Heute war vor, ein paar Sachen zu explodieren lassen. Genau, das Problem ist, es ist schon dunkel, aber da ist ja jetzt, ja, es ist Winter, ich sehe den Rauch und da man vielleicht die Explosion ein bisschen besser sehen kann, haben wir gedacht, machen wir das am Abend, denn morgen kann man nicht dabei. Ist auch ein bisschen kalt, ne? Ist auch kalt halt, muss ich echt sagen, deswegen würde ich sagen, beeilen wir uns. Wir haben Böller gekauft für euch, keine Polenböller, sondern China-Böller. Viele haben ja schon geschrieben, China-Böller, keine Polenböller. Ich bin zwar Pole, aber ich habe es nicht geschafft, irgendwelche zu besorgen. Du brauchst dann auch nicht aus Serbien, oder? Nee, leider nicht. Schade. Aber ich glaube, das wird auch gut ballern. Schade, ja, es muss auch gut ballern. Und zwar haben wir ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben eine Banane, das würdet ihr gleich sehen. Und ich würde sagen, du hast auch Gummis gekauft. Genau. Also keine Kondome. So, wie ihr seht, haben wir einige Sachen mitgebracht. Hier eine ganze Packung. Direkte China-Böller, direkt aus China, ja. Richtig gute Qualität. Ich weiß gar nicht, warum die Dinger China-Böller heißen. Ja. Hat sich ja gut vermarktet, ne? Die Kamerafrau ist. Also wir haben heute mal eine Kamerafrau halt, ne? Ja. Vielen herzlichen Dank nochmal an die Kamerafrau. Bin ich echt mal gespannt. Die bei Name nicht genannt werden möchte. Ja, viele kennen sie schon. Die viele schon kennen sie, die hat doch schon mal bei dem Video mitgemacht. Hat ein Video mitgemacht, das verlinke ich jetzt hier gleich mal oben. Ja. Und zwar müsste das rechts, links. Da muss rechts. Ich mal. Warte mal. Weil das ist ja das Problem, so, ich glaube hier da, oben. Hier? Da. Schauen wir mal, wer recht hat. Schauen wir mal, wer recht hat. Ich glaube nämlich hier, weil das ist ja dann spiegelverkehrt. Eben, ja, also da. Ich glaube. Okay, vielleicht hast du recht. Ja, dann schaut gerne mal hier oben nach. Das verlinken wir jetzt. Und ja, wir haben ein paar Sachen vorbereitet und zwar diesmal keine Verlosung. Hier einmal ein Teddybär, I love you. Heute leiden. Und was wollen wir denn machen? Wir haben jetzt so Gummis und dann binden wir das mit so Gummis dran, würde ich sagen. Ja, ich fange mal an, da ist schon ein. Und dann schauen wir mal, was daraus passiert. Also im Endeffekt ist es ein Experiment, ne? Oh, aber gebt euch mal die Packung. Da kann man richtig viel damit machen. Aber die kleinen gekauft, ne? Gibt's doch noch größere, Alex. Bruder, ja, dann machen wir gleich 5 Stück oder so dran. Ja, die explodieren eh nicht. Die schaffst du nicht alle auf einmal. Der hält ihn schon mal so voll süß, ne? Schau mal. Der schaut schon süß aus, Mann. Ey, aber der schöne Teddybär, aber der ist so leid hat auch. Aber schau mal, der ist so ein hinterhältiger, weißt du? So, du bringst es zu einem Mädchen und zündest ihn an, die hält jetzt, den Bogen. Jetzt ist aber schon mal die Frage, du hast hier einen Teddybär I love you draufstehen. Von wem hast du das bekommen? Der lag oben drauf, Alter, auf dem Dachboden. Von meiner Kindheit ist der noch. Ach so, von deiner Kindheit? Ja, freilich. Ich dachte, du hast hier irgendwelche heimliche Verehrerin von Comeback TV, dass dir irgendjemand geschrieben hat, ne? Das kann natürlich auch sein. Dann machen wir noch einen dritten hin, komm. Du schaffst nur 20. Ich schaff, Bruder, dann zünd ich das an, glaub mir. Ich habe meine ganze Kindheit mit Pyrotechnik verbracht, wirklich. Ich hätte es auch gerne Begano angezündet. Was haben wir dann noch? Genau, eine Banane. Ist eigentlich echt zu schade, es tut uns auch leid, wir wollen hier keine Essensverschwendung oder so machen, ne? Oh, ich freue mich voll auf den Pudding irgendwie, ne? Gib mir mal so ein Ding. Tja. Schon den Stöcken einfach hier rein. Ich schreibe mir in die Kommentare, wer auch Silvester feiert. So, schau mal, das schaut doch voll interessant aus, schau mal. Wow, god damn. Also auf das freue ich mich am meisten irgendwie. Wir hätten es ja auch bei mir in der Wohnung machen können eigentlich, ne? Dann lassen wir einmal den Mika Nikolaus explodieren. Sorry Nikolaus, an dich nochmal. Ihr seht, wir sind wieder mal top vorbereitet. Ja, wieso schmeißt du auf den Boden? Ich brauch's nicht. Bratan, achso, ich wollte für dich jetzt nehmen. Achso. Also wenn das mal, ey, ganz ehrlich, da müssen wir eigentlich, der schaut mal schon mal so richtig geil aus, ja? Wäre eigentlich ein geiles Thumbnail, muss man sagen, ne? Ja. Das ist mal richtig geil. Ich glaube, so könnte auch der Titel heißen, Banane versus Kino-Böller. Dann haben wir noch eine Cola auch noch, ja? Und dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, alles. Cola, Weihnachtsmann. Mit was wirst du starten? Mit der Cola gleich? Mit der Cola würde ich starten. Okay, dann machen wir mit der Cola. Schaffst du es, die beiden anzuziehen? Ja, sicher, Bruder, ey. Tut mir jetzt echt leid für die Kamerafrau. Ey, hab da wirklich keine Angst und spring nicht weg, ne? Wenn es ein bisschen zu laut wird, ne? Okay? Ich sag, die geht nicht kaputt. Ich sag, die geht auch nicht kaputt, weil die Cola ist einfach. Cola ganz ehrlich, ist Cola. Und ich hoffe, dass sie nicht kaputt geht, weil ich habe auch schon ein bisschen Durst und ich hätte auch Bock, als auf eine Cola, bevor wir lange rumreden. Scheiße! Okay, ist glaube ich. Oh, schade. Schauen wir mal. Ist nicht kaputt gegangen. Nicht machen wir nochmal einen zweiten an. Sorry, ich wollte zwei anzünden, ich war ein bisschen zu schnell. Oh, und ich liebe diesen Pyrotechnik-Duft einfach. Ich stelle mich mal daneben hin. Und? Ist heil. Ist heil. Das riecht so geil. Warte, das tropft irgendwo, oder? Echt? Nee, schau. Ist heil geblieben. Also, Test. Bestanden. Bestanden an Coca-Cola. Und wir haben noch eine geile Cola hier zum Trinken. Geil. Ich hab hier irgendwie gedacht. Lach nicht. Ich glaube, der Pudding kommt als letztes. Willst du anzünden? Der Pudding kommt als letztes. Den zünde ich als letztes an. Nächste ist Banane.
Sei doch nicht so ängstlich, du kannst doch schon näher herkommen, Sabrina. So, warte, wir beißen und fallen nicht. Willst du anzünden? Komm, zünd du an und ich nimm's. Das schaut so geil aus, die Banane, wie bei Diddy Kong Racing. Beide, geil. Korrekt. Pass auf, der geht noch hoch. Der geht noch hoch, Mann. Scheiße, Mann. Ey, es tut uns echt leid, wirklich. Und? Ey, die Banane hat überlebt. Es tut uns echt leid. Die hat überlebt, Alex. Die Banane hat auch überlebt. Die esse ich dann auch noch. ja, ihr seht halt das Zeug. Das Frühstück ist gesichert, Alex. Ich höre, Polenböller wäre jetzt halt echt kaputt gemacht. Aber ich glaube auch. Wir können ja noch mal nächstes Jahr einen Teil machen mit Polenböller, würde ich sagen. Oder wenn jemand Polenböller hat, schreibt uns mal. Bringst mal was mit, Alex. Ich fliege immer nach New York, nicht nach Polen. Ja, ja. Das Problem. Ja, okay, wir haben noch eine Banane für später. Diddy Kong Racing hat es ein bisschen ausschaut. Ja, komm, Brat, dann guck was an. Es wird langsam kalt hier. Was nehmen wir? Ich glaube, am interessantesten ist der Pudding. Mach den Pudding, der ist interessant. Okay, kurzer Cut. Wir müssen nee, das Schild weggehen. Echt, warum? Ja, weil sonst ist das Schild ein überbelichtet, das leuchtet in der Kamera im Film. Hey Sabrina, du bist der Professionelle. Nein, ich hab das Feuerzeug. Du hast Feuerzeug, Brat. Okay. Bist du bereit für mich? Ich bin bereit, Mann. Und ich stell mich noch sogar daneben hin. Ich bleib stehen. Boah, das schwitzt sich voll, Alter. Ja. Bleib stehen, bitte. Okay, ich hab doch zu sehr Angst. Wow! Nein! Oh fuck! Voll auf die geht! Ganz kurz mal, ganz kurz! Ich nehme das mal kurz. Er hat mich erwischt, Alex. Nein, ich glaube mich nicht, aber ganz kurz mal. Das müssen wir mal kurz filmen. Ja, die ganzen Haare. Unsere Kamerafrau wurde. Krass! Oh. Alles gut? Alles gut, ja. Alles gib gut. Das mal, jetzt ist sie doch drauf. Doch, schau mal hier. Heftig, oh Mann, bei mir. Hier oben irgendwas. Das ist halt echt heftig, Mann. Du wurdest auch getroffen. Wo wurde ich getroffen? Ja, nur hier. Und an deiner geilen Wellensteinjacke. Und ich am Kopf. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Ey, Sabrina, was hast du nur? Was hast du nur ein weißes Hänger? Ja. Oh, was hast du nur ein weißes Hänger? Sabrina, von wo kommt man das? Ey, scheiße, Mann. Und das Geile jetzt war... Schau mal den Becher an, wie es den zerfetzt hat. Das Geile war, ich war einfach mal daneben gestanden. Ne? Schau mal, wie es den zerfetzt hat, Alter. Krass, zerlegt einfach. Das Geile, ich war wirklich daneben, ich habe nichts abbekommen, ja? Ja, das nächste Mal. Ja, und jetzt kurze Info noch, unsere neue Praktikantin hier aus Australien, ja, frisch eingeflogen. Sabrina, mach eine Woche ein bisschen in die Kamera. Mach eine Woche Praktikum hier. Heftig. Sabrina, wollen wir auf Deutsch weitermachen oder bist du auf Englisch? It's easier for you. It doesn't matter, it's up to you. Okay. It's up to you. Ey, du bist, das Geile ist, die Sabrina, die ist jetzt auch wirklich erst aus Australien gekommen. Ja, eben, 2 Tage. Jetzt bist du doch drauf, Sabrina. Christmas. Tut uns leid. Nicht, dass er noch die Polizei hier vorbeifährt. Nochmal an die Kinder da draußen. Der Nikolaus, den gibt's auch wirklich. Und tut's leid, dass der Schoko-Nikolaus jetzt hier leiden musste. Und da müsste ich nochmal ganz kurz, bevor Wilhelm gesagt, ich konnte voll gut singen. Weihnachtsmann. Ich hab dir einen freundlichen Brief geschrieben, weil wir dich so lieben. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Bam, bam. Du bist so type und nicht so spät. Weihnachtszeit ist breit und breit. Wow. Oh. Ey, was ist das für eine Schokolade, Milka? Oh. Oh. Das schaut ja noch richtig lecker aus. Magst du mal probieren? Ich probiere, ich hab echt Hunger. Das kann man auch sogar noch essen. Und jetzt hast du mal wirklich heiße Schokolade daraus, ne? Ich würde da mal hier einen Böller reinstecken. Geht das? Hast du noch einen? Mach ich mal welche. God damn! Zack. Sag mal, das ist geil. Dieser Duft ist so geil. Den Duft, den mag ich echt, muss ich sagen. Der Duft ist wirklich also geil. Der Nikolaus hat es zerfetzt, leider. Okay. Dann kommt das letzte schon. Ja. Nochmal für alle, wie gesagt, we love you. Und das ist ein kleines Dankeschön, dass ihr den Kanal auf 3355? Nee, 83 mittlerweile. Echt? Glaube ich zumindest. Vielleicht hoffentlich jetzt schon mehr nach dem Video. So, ich versuche wieder mal beide anzuzünden. Ne? Müsste eigentlich gehen. Wow! Scheiße! Safe nichts passiert, wenn der Cola nichts passiert. Oh, doch, der brennt ein bisschen. Guck, den hat es ein bisschen gefetzt, ne? Bisschen angebrannt. Ja, aber nicht viel halt, nicht viel, ne? Also der Teddy hat überlebt. Den können wir noch verlosen. Aber doch, schon mal hier, ist schon... Also wer den haben möchte, also schreibt in die Kommentare. Der ist schon ein bisschen angebrannt, würde ich sagen. Also ein bisschen, ne? Sabrina, richte mal die Kamera auf uns. Ja.
das war's gewesen. Heute ist der 30. Ja? Ja. Das heißt morgen Silvester. Falls wir uns nicht mehr sehen, ich hoffe, wir sehen uns morgen noch, dass wir noch morgen noch ein Video rausbringen. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch. Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr und echt herzlichen Dank für das Jahr 2018. Dass wir zusammen gemeistert haben mit dem Sirki als Neuansteiger. Mit Raffi, der von Anfang an dabei war mit mir und dann ist der Sirki noch dazugekommen. Einfach, Jahr 2018 war einfach wirklich geil gewesen. Genial, richtig genial. War ultimativ geil. Ihr hört schon die Fans schreien, es war ja, geil. Richtig es geil. Es war wirklich geil und wir wollen auch 2019 mit euch rocken. Das nehmen wir uns vor. Also 2019, 10.000 Abonnenten muss drin sein, Alex. Ihr sagt eher, ich wäre schon wirklich, also 10.000 wären geil, ja. Ich bin aber mit jedem Einzelnen zufrieden von euch. Immer schön die Videos anschauen und liken und teilen, dann machen wir das auch, ja. Dann würde ich sagen, grüßen wir auch bei diesem Video an. Ja, voll vorbereitet, Alex. Ja, das ist immer so bei uns. Und ich habe mir ein geiles iPhone mir rausgelassen, das hier mittlerweile so gut mit YouTube läuft, ja. Bei diesem Video wird gegrüßt der Pratan höchstpersönlich, Joker Bra. Du hast die Glocke aktiviert. Für alle anderen immer gern da lassen. Hashtag Glocke aktiv und Hashtag Comeback TV. Dann werdet ihr beim nächsten Video gegrüßt. Aktiviert gerne mal die Glocke hier unten. Würde uns ziemlich freuen. Bratan, gibt es noch, sonst noch was zu sagen? Nein, ich sag, wir kommen zur klassischen Schlusssequenz. Und zwar mit Abonnieren, Abonnieren, Abonnieren! Abonnieren.